Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. In der letzten Folge haben wir gelernt, wie man eine Bar von Assassinen säubert und haben aber leider auch durch die Assassinen unsere zwei neuen Freunde verloren. Ja, dann sind wir zum Strand gegangen, haben gelernt, wie man Combo-Angriffe ausführt, was ich zwar schon vorher wusste, aber naja, wurde es uns halt nochmal erklärt. Ja, jetzt sind wir hier bei dem Fischer Henkfisk, genau, mit dem komischen Namen, und der soll uns doch mal zu der Schmugglerbucht bringen. Was kann ich für dich tun? Bringen. Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Ja, zur Schmugglerbucht. Bring mich zur Schmugglerbucht. Natürlich weiß er, wo diese ist. Gut, dann wollen wir uns doch mal um den Schmuggler oder die Schmuggler kümmern, die die armen Tauben entführt haben. Die armen Brieftauben des Wirts. Da wollen wir uns doch mal denen entgegenstellen. Erstmal die 8 auswählen. So. Na, wollt ihr noch verhandeln oder direkt in den Kampf? Anscheinend noch verhandeln. Wer zum Teufel bist du? Und was willst du? Ich schaue mich nur um. Ich schaue mich nur um. Hier gibt's aber nichts Interessantes zu sehen. Schnüffel woanders rum. Ja, genau. Hauptsache hier ist ein Tor. Tor, eine Tür. Ach komm, stellen wir uns dem entgegen, oder? Wer zum Teufel bist du? Ja, ich habe dich eben schon angeredet. Hier, was heißt denn über Brieftauben? Der Wirt der Windmühle hat mich gebeten, dich aufzusuchen. Dieser verfluchte Narr hat wohl nicht den Mut, selbst hierher zu kommen. Was will er diesmal? Der Wirt will die Tauben. Der Wirt will deinen Kopf. Ja, wir möchten die Tauben. Er will die Brieftauben, die du gestohlen hast. Gestohlen? Oh, verflucht. Dieser alte Lügner. Er ist der Dieb und der Betrüger, nicht ich. Die Tauben sind meine und waren es schon immer. Er wird niemals eine meiner knuddeligen Tauben kriegen. Die Tauben gehören nicht dem Wirt? Ja, wir hören uns natürlich mal auch mal die andere Seite der Medaille an, weil vielleicht hat er ja gar nicht so Unrecht. Du behauptest, diese Tauben gehören dir? Also, es ist ziemlich einfach. Wenn der alte Tauge nichts eine meiner Tauben haben will, muss er dafür bezahlen. Ich sollte noch mal mit dem Wirt reden. Ich werde mit ihm reden. Jetzt verschwinde endlich. Sehr interessant. Aber wir gehen doch erstmal in die Höhle. Spezieller Schlüssel benötigt. Okay, dann hat der vielleicht doch den Schlüssel dabei. Da bin ich ja mal gespannt, was sich da noch so ergibt. Gut, dann geht's wieder zurück. Was kann ich für dich tun? Ich möchte das Boot benutzen. Ja, wohin das möchte? Wissen wir doch alles schon. Zur Bring Südbucht. Mich zur Südbucht. Marsch, marsch. Kann ich denn hier vorne... Nein, wahrscheinlich nicht so gut. Ohne zu schwimmen geht das wahrscheinlich nicht. Da gehe ich einfach mal hier hinten rum. Ja, interessant. Also beide behaupten, die Besitzer der Tauben seien sie selbst. Aber wer ist der wahre Besitzer? Naja, reden wir nochmal mit dem Wirt. Vielleicht ist er ja einsichtig. Aber kompliziert wird es, wenn er behauptet, dass es seine sind. Wenn er immer noch behauptet, dass es seine sind. Aber andererseits wissen wir auch, dass er wohl sehr an seinen Kunden hängt und wohl auch sehr an Geld. Wenn er schon seine Kunden beklaut und so weiter, das macht einen ja schon verdächtig. Also in der Kammer waren wir ja, genau. Yuan heißt er. Und der greift auch durch die Laterne wie wir. In der zweiten, dritten Folge, weiß ich gar und? Nicht mehr genau. Hast du die Tauben? Nein. Die Tauben gehören nicht dem Wirt. Also er sagt, du würdest lügen und die Tauben gehörten ihm. Oh, du hast noch mit ihm gesprochen, bevor du ihn getötet hast? Ich habe ihn gar nicht getötet. Er wartet auf eine Antwort. Wie schade. Ich meine, also gut. Er sagt die Wahrheit. Wir waren nie die besten Freunde, wenn du weißt, was ich meine. Die Tauben gehören eher ihm als mir. Also dann, wenn's sein muss... Gib ihm diese Dukaten. Hoffentlich rückt er dann eine Taube raus. Warum nur müssen manche Menschen so kompliziert sein?
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht einfach so grundlos Menschen töten. Vor allen Dingen nicht, wenn sie unschuldig sind. Also, dieser Wirt, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Na, wenigstens haben wir jetzt ein paar Dukaten erhalten. Ich hoffe, das sind auch genug. Ja, das wäre ja noch witziger, wenn dieser Schmuggler, der Yuan, heißt der Yuan? Yuan? Nee, das war der Wirt, genau. Wie heißt der Schmuggler? Keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Wenn dem die Dukaten, die uns der Wirt gegeben hat, gar nicht reichen, dann müssen wir nochmal los. Oh Mann, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Und ich habe mir die Zeit überhaupt nicht gestellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang diese Folge wird. Was kann ich für dich tun? Naja. Ich möchte das Boot benutzen. Wohin möchtest du? Ich möchte zur Schmugglerboot. Ja, bla bla bla. Mach ich dir einfach mal nach Gefühl. Aber ich bin definitiv daran interessiert, in diese Höhle hineinzugehen. Vielleicht kann man da ja noch was machen. Du schon wieder. Ich dachte, ich hätte das schon erklärt. Er bekommt nur dann eine meiner Tauben, wenn er dafür bezahlt. Ja, was glaubst du, mach ich? In Ordnung. Ich habe das Geld für dich. Hier, nimm diesen Schlüssel. In meiner Höhle findest du, was du brauchst. Und dann lass mich endlich in Ruhe. Was will der denn jetzt auch noch unfreundlich sein? Und dann kriegt er doch sein Geld. Meine Güte. Ach, schau an. Die Schmugglerhöhle. Bewohnt. Von jungen Wühlern. War kein Problem. Was zum Teufel? Ich stehe neben ihm und er trifft mich immer noch. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Da ist Magie im Spiel. Oder auch nicht. Schauen wir doch mal in seine einfache Truhe. Goldenes Besteck haben wir da und Dukaten. Und was haben wir hier? Imperiale Münze. Taube aufheben. Ja, gut, da haben wir einfach mal den Käfig eingesteckt. In unsere Taschen. Ja, unsere Taschen, die irgendwo an Scarlet hängen. Da bin ich mir sicher, dass Scarlet irgendwo unsichtbare Taschen hat. Ja gut, das war ja jetzt nicht so spannend. Aber zumindest haben wir jetzt die Tauben. Das ist doch was. Gut. Dann geht's mal wieder zurück. Oh, was hat jetzt Scarlet gerade für eine schöne Pirouette gemacht? Bring mich. Danke. Und das Spiel wurde mal wieder gespeichert. Und es ist fast Mitternacht. Die Sterne funkeln. Nee, gut, das sind Vögel. Ich dachte erst, es wären Sterne. Aber Sterne bewegen sich nicht so schnell. Dann waren es Vögel. Und wir haben irgendwie Leben dazu bekommen. Wahrscheinlich durch den Levelaufstieg. Darum kann ich mich ja gleich mal kümmern. Leben ist immer gut. Aber Stärke. Ja. Ich will noch eins auf Weisheit gehen. Das passt so. FP haben wir mittlerweile 50. Da können wir uns eigentlich auch noch mehr irgendwo hinstecken in Fertigkeiten, aber ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich jeden Speer oder einen Hammer führen werde. Ach, das ist eine passive Fähigkeit. Die kann ich auch nur einmal aufbauen hier und die kann ich dreimal. Dann eher die Mondklinge noch eins. Und danach. Anscheinend gelten die Fertigkeitenpunkte ja auch für die Geistfertigkeiten. Und Geistfertigkeiten sind ja auch sehr interessant. Also finde ich persönlich sehr interessant. Am liebsten würde ich beides machen. Schön starker Angriff, aber auch ein bisschen zaubern. Und? Hast du die Tauben? Ja, hier sind sie. Wunderbar. Ich schicke sie sofort los und dann wird bald Hilfe unterwegs sein. Du solltest später wiederkommen. Ich bin sicher, die Straße ist dann wieder frei. Bis dahin kommst du nur mit deinem Fischerboot unten an der Küste nach Venedig. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu... Also finde ich auch super, wie der halb im Tisch steht.
Schön. Leider kann ich bei diesem Wirt nichts verkaufen. Das finde ich sehr schade. Und schließlich haben wir doch das ganze goldene Besteck hier in unserem Inventar. Oh Mann, dieses Bett ist echt kaputt. Kann ich mich hier ausruhen? Ach, das ist ja toll. Ja, dann schlafen wir doch mal bis zum nächsten Morgen. Energie wiederhergestellt. Wunderbar. Gut, dann gehe ich noch ein letztes Mal nach unten. Zum Trainer, zu diesem Soldaten. Um uns eine weitere Schlagkombo anzulernen. Nämlich die letzte der Mondklinge, denn das halte ich eigentlich wirklich für sinnvoll. Schaut mal, wie der Strand leuchtet. Schön. Ganz rot. Der hat schon Sonnenbrand. Glaube ich. Früher Morgen und schon Sonnenbrand. Schlimm, schlimm. Naja, gut. Hallo, du da. In deiner glänzenden Hallo. Rüstung. Wie kann ich dir helfen? Körperfertigkeiten. Bring mir Kampffertigkeiten bei. Ich kann dir Kombination. Ja, ja, bla, bla, bla. Macht der Mondklinge. Ja, soll ich das wirklich? Ich könnte es. Ich könnte es wirklich. Ich könnte die da reinstecken, aber ich will es eigentlich nicht. Nee, ich will das nicht. Ich spare mir die auf. Für später. Da könnte es eventuell praktischer sein. So, und dann mache ich hier jetzt beim Fischer einfach mal Schluss mit dieser Folge. Könnte jetzt etwas kürzer sein. Aber ich will die nächste Folge einfach mal damit beginnen, dass wir endlich nach Venedig reisen können. Und uns dann in der großen Stadt ja, herumtreiben werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.